So. Gut, also ich weiß jetzt nicht, ob ich versuchen sollte, von hier aus rüber zu kommen oder von da aus rüber. Ich versuch's mal erstmal da. Das war schon mehr als knapp. So, da lang. Hallo? Ich weiß, die Kameraführung ist gerade ein bisschen und alle Sau von mir. Oh shit. Das habe ich zu spät erkannt. Oi. Hä? Jetzt kann ich die Dinger zerstören. Hier haut doch was nicht hin. Komm ich da nicht rüber, ne? Also, oi. Ich würde sagen, ich bin ein guter Flieger. Ah ne, hier kann ich den Schlüssel verwenden. Oh mein Gott! Das war eine Menge. Das war sehr, sehr viel, was da gerade... in der Kiste war. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, wir hatten doch auf jeden Fall hier noch irgendwo solche Kisten. Eine war hier unten und die anderen waren da hinten. Genau. Ah, funktioniert doch. Ja gut. Ich wusste jetzt nicht, dass man das zugleich macht. Deswegen hatte ich vorhin die erstmal freigelassen. Oh, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach oben. Oh, was ist denn das hier? Ja, wo kommt der denn her? 100% des Levels abgeschlossen. Ah, nice. Ja, dann würde ich sagen, ab zurück. Das hat ordentlich Punkte gegeben. So, gehen wir mal ins nächste. Das nächste wäre... Aua. Da drüben. Zack. Klippenstadt. Mhm. Gut, braucht natürlich wieder ein bisschen länger zum Laden, ist ein neues Gebiet. Das ist ja gerade den übelsten Bogen geflogen. Okay. Ah ja gut, wenn man die so besiegen kann, ist das natürlich ganz einfach. Ich wusste jetzt nicht, was ich mit dem Typen anfangen soll, deswegen habe ich erstmal überlegt. Hä? Wie jetzt? Na du! Oh.
schon. Ich habe gedacht, ich kann es irgendwie zum Überkommen bringen, dass mir da noch ein paar Diamanten rauskommen, aber nö. Gibt's wohl nicht. Aha, aber einmal reicht auf jeden Fall. So, hier haben wir einen blauen. Und sonst komme ich jetzt hier auch nie weiter. Schade. Wie komme ich denn da hoch? Ach, komme ich wahrscheinlich von da oben irgendwie. Ah, ich sehe da oben schon Drachen, alles klar. Komme ich irgendwie da hoch. Wow. Jetzt ist die Frage, habe ich Hitpoints oder habe ich keine Hitpoints? Weil manchmal denke ich mir so, du kannst sterben. Ja. Aber... Oh Gott. Aber wie kannst du sterben? Das ist die Frage. Da ist er. Ich müsste erstmal alles andere hier aus dem Weg räumen. Ich zum Beispiel. Nope. Nope. Ah, da. Ein Drache. Und nur eine Kiste. Wusste ich doch, zum Glück bin ich hier reingerannt, weil warum soll hier bitte sowas sein, auch nur um darüber zu kommen? Wohl kaum. Die Entwickler sind doch bestimmt so großzügig. Wie soll ich dich denn kriegen, ey? Ich hab dich. Ho. Der war schon schwieriger wie die letzten drei. Ah, guck mal, was ich da übersehen habe. Zwei rote. So, was willst du mir sagen? Metallrüstung mit Flammen angreifen. Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Sollte wirken. Muss aber nicht. Na, warte mal. Schade, ich habe gedacht, das geht. Wie komme ich da hin? Noch gar nicht, wa? Nee. Dann muss ich wahrscheinlich noch eine Etage höher klettern. Sollte aber kein Problem sein. War es in Teil 1 nicht so gewesen, also in dem früheren Teil 1, oh Gott, dass man mit dem Feuerspucken das erst später erlernt hat? Ich kann mich jetzt wie gesagt nicht daran erinnern, dass das zum Anfang an war. Oder nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich kann noch eine Etage, ja. Werde ich aber wohl müssen. Weil wenn ich jetzt... Hallo? Ne? Okay, funktioniert ja mal gar nicht.
Weil wenn man jetzt überlegt, dass das früher vielleicht nicht möglich war. Nice, gleich weiter. Oh, hier geht's zurück. Die gehen wieder, aber da wo irgendwelche Ketten drin sind, das funktioniert nicht. Hm. Was mit dir? Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Von hier aus? Könnte möglich sein. Aber ich tue mal von hier erstmal darüber. Oh ja, sollte machbar sein. Oh wow. Da gab es ordentlich Loot. Da muss ich hin. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass die Speedrunner genau so hier durchwaschen bis zum geht nicht mehr. Warte mal. Ah, hier ist eine Abkürzung. Okay, ja gut. Das hätte ich eher sehen müssen. Schaffe ich nicht. Muss ich von hier aus irgendwie rüberkommen. Oh ja. Das war einfach. 2 mal 10. Uiuiui. Hier sind die echt spendabel, kann man sagen. Von hier aus komme ich nicht. Also ich muss doch wirklich da drüben von hier oben aus. Aua. 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 Ah, shit. Jetzt habe ich vergessen, das Sprinten loszulassen. Deswegen ist er nicht gegleitet in der Luft. Knapper geht's kaum. Hallo, Mann. Oh, das war knapp. So, ich denke mal, ihr seid auch wieder so eine, ja, so eine Tore, die mich nicht weiterlassen. Es fressen für unsere Libelle. Ui. Ui. So. Hallo? Ich wusste noch gar nicht, dass man die von hinten angreifen kann. Interessant. Oh shit. Wieder ein Erfolg freigeschaltet vom gleichen Schlag. Du bist am höchsten Punkt der Klippenstadt. Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Wir gehen erstmal hier hin. Holen uns das und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hoch. Ah, okay. Moment. Oh, Nice. So, haben wir es abgeschlossen? Nein, haben wir noch nicht. Uns fehlt was. Das ist natürlich uncool. Boah, ich habe eigentlich nichts ausgelassen, oder?
Hatte ich... Warte mal. Doch, warte mal. Hier war doch irgendwo... Ich habe doch irgendwo eine Kiste ausgelassen. Oder war das in einem anderen Gebiet? Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt gerade eine gute Frage, ob das hier war. Was haben wir hier eigentlich? Klippenstein. Oh Gott, Friedensstifter 39%. Nicht so cool. Hier fehlen uns Zweier. Was? Steinhügel? Okay. Gut. Fähigkeitspunkte. Verbrenne die rosa Tulpe. Dr. Champ. Perfekt. Lustige Höhlen. Verbrenne. Das versteckte Gemälde reite 10 Sekunden lang auf einer Druidenplattform. What? Ist bestimmt auch wichtig für mich. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Ach komm, wir gehen runter. Wie? Gehen wir nochmal hoch? Fliegt automatisch in die Richtung. Egal, aufwärts. Stimmt, der fliegt automatisch. Habe ich aber auch alle angezündet. Irgendwas muss da noch fehlen. War da drüben bei dem Haus noch was? Nee, ich glaube eher nicht. Egal. Dann nach Hause. Komm, ich gehe jetzt einfach nochmal da hinten hin. Scheiß drauf. Nur einfach mal, um zu gucken, ob ich wirklich nichts ausgelassen habe gerade. Weil irgendwie... Ich bin ja hierher gekommen, hatte hier eine Truhe, glaube ich, gehabt. Die habe ich kaputt gemacht. Links und rechts habe ich die Diamanten eingesammelt. Genau. Hier war ja auch nichts. Ich frage mich, was mir eigentlich fehlt. Okay. Die Kakteen wären eh wieder normal. Nö, also hier kann nichts sein. Na gut. Dann komme ich hier irgendwie rüber. Also ich, ohne dass ich da... Ja, sollte klappen. Schwenger. Sind alle an. Na gut. Gehen wir mal zurück.
Hat sich gelohnt. So. Die haben wir. War hier irgendwo ein Speicherpunkt. Moment. Ich gehe mal direkt. Da haben wir einen Drachen. Da ist ein Speicherpunkt. Yay. Hat dich bisher gut beschützt. Halte ihn bei Kräften, indem du ihm viele Schmetterlinge fressen kannst. Mensch, wer kann denn mal hier. Na, aufhören zu schießen auf mich. So. Gut, wir haben gespeichert. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Es hat auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ich bin platt, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Steig ein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künste bist. Nein, ich bleib noch hier. Danke. Oh, mal da unten. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal, wie gesagt, hier an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in den Eishöhlen zu Spyro wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.